Die Polizei fand den Körper einer erstochenen Frau vor ein paar Stunden. Gregor versucht mit allen Mitteln, die Frauenallianz zu sprengen. Vergeblich. Zornig gibt er sich geschlagen und sieht davon ab, Amelie mit dem Erpresservideo ins Gefängnis zu bringen. Er schwört Rache, während Carla und Amelie feiern, dass sie das Hotel gerettet haben. Jede für sich, denn Freundinnen werden sie in diesem Leben nicht mehr. David und Ellen beschließen, Simon Business as usual vorzuspielen, damit er nichts von ihrem One-Night-Stand ahnt. Doch beide sind so angespannt, dass es ihnen nicht gelingt. David und Amelie stehen nun wieder vor dem Problem, dass sie kein Geld haben. Gregor präsentiert sich Amelie als die Lösung ihrer Probleme. Er will das Investment übernehmen und ganz nebenbei dafür sorgen, dass Amelie zur Alleinherrschaft gelangt.